Hallo liebe Leute, wir sind hier auf den Gegendemonstrationen gegen diese Dügidas, diese Patridioten, die einen Muslimhass hier verbreiten wollen. Das lassen wir uns nicht bieten. Es gibt hier insgesamt 2 Gegendemonstrationen. Hier sind wir jetzt gerade zum Beispiel auf der, ich sag mal, der von den Parteien und Kirchen und der bürgerlichen organisierten Demonstration. Und direkt nebenan ist eine Demonstration, die ein klein wenig größer ist, die von den Antifaschisten organisiert wird. Und es ist schön, dass es sich so ergänzt und dass sie beide Gruppen sich so einig sind, den, ich würde mal sagen, ungefähr 100 Hanseln, die da gekommen sind, die Tür zu weisen. So, wie man gerade hört, Nationalismus raus aus den Köpfen, Sprüche werden hier gemacht, super gute Stimmung hier, ganz viele Menschen aus Düsseldorf und aus umliegenden Orten, die halbe Fraktion der Piraten ist hier, auch andere Parteien, alle zusammen stehen wir hier, weil wir für Nazis und Rassisten keinen Platz geben wollen und so sieht es eigentlich auch aus, die haben hier einfach definitiv keinen Platz heute. Wir stehen jetzt hier vor der Straßenbahnhaltestelle an der Poststraße. Da gibt es jetzt seit ungefähr 20, 25 Minuten eine Blockade von Antifaschisten. Ich schätze so circa 20 dürften da auf den Gleisen stehen. Es wird halt eben versucht, dass die Straßenbahnen nicht mehr durchfahren können hier zum Demonstrationsort der Nazis. Und jetzt ist gerade von der Polizei die erste Durchsage gemacht worden, dass diese Versammlung aufgelöst ist, offiziell. Und jetzt kann man damit rechnen, dass sie irgendwann in den nächsten Minuten wahrscheinlich auch gegebenenfalls gewaltsam dann aufgelöst wird von der Polizei, beziehungsweise dann die Gleise geräumt werden. Als Düsseldorfer finde ich schön, dass so viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, aber auch andere Menschen aus NRW hier gegen die Nazis auf die Straße oder beziehungsweise hier auf diesen Platz gegangen sind vom Landtag und ein Zeichen setzen und es dann wirklich ein sehr breites Bündnis. Und das Schönste ist, wir haben hier festen Boden unter den Füßen und eine Brücke und die Nazis sitzen auf einer matschigen Wiese. Wir werden auch weiterhin uns kräftig engagieren, damit in Deutschland, in Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen Platz für Vielfalt bleibt, für verschiedene religiöse Überzeugungen im friedlichen Miteinander. Wir alle, wir haben das fürchterliche Moment, welchen Populisten entgegenzutreten und ihre menschenverachtenden Sprüche aufzudecken und zu widerlegen. Ich rufe die Politiker und Menschen in allen Parteien in Düsseldorf und Nordrhein-Westfalen dazu auf, gemeinsam daran zu arbeiten, mehr für Flüchtlinge, mehr für Migration und Integration, damit für das Zusammenleben von uns allen in einer multireligiösen und vielfältigen Gemeinschaft zu tun. So wie es aussieht, haben die bisherigen Anstrengungen dazu nicht gereicht. Wir müssen dem Rechtsdruck in Europa etwas entgegensetzen. Seid alle bunt, seid alle laut, kurzum, seid arabisch. Shukran, Ma Salama.